herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnichte des Malers Alfons Zeileis. 1925 ist Reisen wieder möglich. Alfons Zeileis möchte sich ausprobieren und andere Landschaften malen. Er nutzt die Schulferien, packt seine Malutensilien und fährt an einen Ort, der bis heute ein sehr beliebtes Urlaubsziel ist. Wohin? Das erfahrt ihr in diesem Video. Das Karwendel. In diesem imposanten Gebirge an der Grenze von Bayern und Österreich ist Alfons Zeileis mit seiner Staffelei im Sommer 1925 unterwegs. Er schreibt am 18. Juli 1925 an seine Frau Elisabeth. Liebe Elisabeth, fühle mich recht wohl hier, habe gestern zu malen begonnen an dem umseitig abgebildeten See. Vom Lautersee habe ich schon eine Studie fertig. Leider sieht sie fast aus wie eine farbige Fotografie. Ich werde mich schon ins Zeug legen müssen, um dem besonderen Reiz dieser Materie auf die Spur zu kommen. Gesundheitlich geht es mir gut und das Gleiche hoffe ich von euch in einem sehnlichst erwarteten Briefe zu erfahren. Herzlichste Grüße auch an unser liebes Anneliesel und Mama, Alfons. Man spürt richtig, wie Alfons Zeileis mit seinem Gegenstand ringt. Er probiert unterschiedliche Ansätze und malt täglich, wie ihr seht, mit beachtlichem Erfolg. Am 22. Juli schreibt Alfons Zeileis an seine Schwiegermutter Katharina. Liebe Mama, aus Elisabeths letztem Briefe glaubte ich ersehen zu können, dass es dir wieder etwas besser geht, was mich sehr freute. Wollen wir hoffen, dass diese Besserung anhält und weitere Fortschritte macht. Hier ist's in den letzten Tagen sehr unbeständig. Heute wurde ich auf dem Heimwege trotz meiner schweren Pelerine durch und durch nass. Zur Abreise bin ich aber doch nicht recht entschlossen, da ich bisher doch fast jeden Tag zum Malen gehen konnte und ich so schon 7 mehr oder weniger schöne Arbeiten zusammengebracht habe. Anfangs vergangener Woche war es auch hier so heiß, dass ich nicht zum Malen, sondern zum Baden im Lautersee gegangen bin. Das war sehr schön. Mit herzlichsten Grüßen auch an Elisabeth und Anneliese, Alfons. Vielen Dank, dass ihr Alfons Zeileis ins Karwendel begleitet habt. Die Familie Zeileis hat in Neustadt ein richtiges Familienleben entwickelt. Im nächsten Beitrag werden wir einen Blick ins Familienalbum werfen und sehen, was sich in Neustadt so getan hat. Ich freue mich aufs Wiedersehen.